FL24 Bund News. Frankfurt aktuell. Nach dem ersten Paukenschlag am vergangenen Freitag, als die Hiobsbotschaft kam, dass der Helenesee ab sofort gesperrt ist, haben wir einen Tag danach den Betreiber des Surferverleihs am Helenesee, Alrik Lange, besucht und ihn gefragt, wie seine Situation aktuell ist. Traumhaft. Nee, schlecht. Wir haben jetzt gerade angefangen, haben die Station hier komplett neu aufgebaut. Jetzt zu Pfingsten wäre es losgegangen. Surfkurse, Segelkurse sind gebucht. Und dann gestern so 16 Uhr, bumm, nichts geht mehr. Und jetzt sind wir halt so weit, wenn es jetzt wirklich so lange dauert, wie es jetzt erstmal vorhergesagt ist, dann können wir direkt hier wieder zumachen. Dann war es das dieses Jahr mit Wassersport an dem Helenesee, weil das schaffen wir nicht zu tragen. Gerade nicht am Anfang. Jetzt am 1. müssen die Rechnungen bezahlt werden. Die Einnahmen wären da gewesen, jetzt die ganze Stornierung und so weiter. Jetzt sind wir halt echt am ein bisschen Angst haben sozusagen. Momentan befindet man sich in einer ungewissen Situation. Keine näheren Informationen von den zuständigen Behörden. Bei Lange hat sich bisher nur der Besitzer gemeldet. Wir haben jetzt nur von hier Bescheid bekommen. Dann haben wir gestern direkt danach gleich einen Schriebs bekommen, den wir hier dann aushängen mussten und alle sozusagen verweisen von unserer Station. Und sonst hat sich noch gar keiner geäußert, gemeldet oder sonstiges. Auch von der Stadt Frankfurt oder nicht? Bis jetzt, nee, habe ich noch nichts gehört. Gar nichts, nee. Erst Corona, jetzt die Sperrung. Für Unternehmer am Helenesee der Supergau. Wie will Alrik Lange das packen? Also wir haben jetzt den Fahrradverleih und auch die Tretautos oben, die können wir ja verleihen. Also am See darf man sich ja aufhalten, oben nur nicht am Strand. Alles, was jetzt hier unten ist, Kanu, Ruderboot, Windsurfen, Segeln etc. Mit dem, was ja hauptsächlich das Geld reinkommt, sagen wir mal 80%, steht jetzt hier rum und geht nichts. Die Angestellten sind trotzdem da, wollen ihr Geld haben am 1. Und wie gesagt, es kam jetzt ja so überraschend, du konntest ja dich auf nichts vorbereiten in der Richtung. Jetzt hat halt der Campingplatz geöffnet, Übernachtungsgäste sind da und sind halt da. Für Sie jetzt auch doppelt noch eine Katastrophe. Sie waren vorher angestellt, haben sich jetzt selbstständig gemacht erst im letzten Jahr. Ist das richtig? Genau, das ist richtig. Ich war letztes Jahr hier noch angestellt, dann habe ich es übernommen halt. Alles jetzt modernisiert ein bisschen, neues Material, Personal etc. Gerade am Anfang, ne? Dann haut man ja noch mal ein bisschen mehr raus, dass es denn halt noch mal geht. Jetzt Corona, Wetter war jetzt auch nicht so gut, deswegen war Herrentag, jetzt lief ja auch alles schon mal nicht so. Wir sind eigentlich schon seit 1. April hier, ne? Bis jetzt war noch nichts und das wäre jetzt der Anfang gewesen. Und jetzt stehen wir halt da und wissen halt, sind jetzt quasi schon existenzbedrohter, wo wir noch nicht mal anfangen konnten. Absenkungen am See hat es immer schon gegeben. Wie schätzt Lange das derzeitige Risiko am See ein? Ich habe mich da auch schon erkundigt und so weiter, auch beim Vorpächter, der nun über 30 Jahre hier am See war und so weiter. Ich jetzt genau kann es nicht beurteilen, da ich keine Ahnung habe, ne? Aber ich weiß, dass das hier auf jeden Fall ziemlich flach ist. Gab es auch noch nie Probleme, dass es dann da hinten zu rutschen kam am Oststrand, was jetzt von hier, weiß nicht, geschätzt 1,5 Kilometer entfernt ist. Und hier war jetzt auch nichts zu merken, auch keine Risse oder sonstiges. Ne? Wir haben hier Flachwasser hier vorne, du kannst hier wirklich erstmal so 20 Meter reinlaufen, bist hüfttief im Wasser. Und daher gab es jetzt auch noch gar keine Probleme irgendwann, seitdem ich das jedenfalls hier kenne. Ich bin jetzt auch seit, weiß nicht, 6 Jahren hier oder so. Gibt es Ideen oder Vorschläge, welche Kompromisse man mit dem Land eingehen könnte? Hofft man auf eine Teilöffnung der Sperrzone? Noch einmal Alrik Lange. Also ich hoffe ja darauf, dass es schnellstmöglich, jetzt ist leider Pfingsten, nach Pfingsten gleich in der Woche, dass geklärt wird, dass die Teilbereiche wieder eröffnet werden. Es wurde hier hinten auch schon mal, 2003 gab es hier wohl einen Abrutsch. Da wurde wohl auch irgendwas gemacht. Das heißt, da muss ja irgendwie auch eine gewisse Sicherheit sein, dass da eventuell es sicher ist. Ich weiß es nicht. Ne? Das ist nur das, was ich gehört habe. Und daher hoffe ich, dass das schnellstmöglich möglich ist, dass hier jemand kommt und sich das anschaut, dass hier absolut keine Gefahr besteht, wenn es am Ost- und am Westufer halt zu Abrutschgefahr kam. Viele FrankfurterInnen sehen das Schicksal der Unternehmer am Helenesee. Wer diese unterstützen möchte, kann das machen. Wie genau, verrät Alrik Lange. Also wir haben jetzt Fahrradverleih und halt die Tretautos für Kinder, beziehungsweise auch für Erwachsene, wenn es jetzt Not am Mann ist. Ansonsten kann man schon Surfkurse und Segelkurse vorher online buchen, dass man dann halt schaut, dass man dann 30% schon mal anzahlt, dann für den Sommer und so weiter. Dass wir halt sozusagen uns so wenigstens erstmal die Rechnung jetzt zum ersten bezahlen können. Ne? Weil wir ja dann hoffen und davon ausgehen, dass im Sommer spätestens das hier wieder funktionieren sollte zum Teil. Umso früher, umso besser. Das wäre jetzt momentan erstmal die einzige Möglichkeit. FL24 Bund News. Frankfurt aktuell.